Und jetzt du. Kretsches WM-Tagebuch wird präsentiert von St. Abel, dein Schutzpatron zum Anziehen. Ja, Freunde, willkommen zu Kretsches letztem Tagebuch bei dieser WM hier in Katar. Das Finale ist gespielt, Frankreich ist Weltmeister, es ist Zeit, ein Resümee zu ziehen und sich natürlich bei meiner bezaubernden Kollegin Annette Sattler zu bedanken, mit der ich dieses letzte Tagebuch zusammen bestreiten werde. Wir machen eine Fragerunde. Ich frage sie, sie fragt mich. Wir werden diese WM in den nächsten, sagen wir mal, 2,5 Stunden aufarbeiten und über alles reden, über was gesprochen werden muss. Vielen Dank nochmal. Viele sehen es ja gar nicht, was Annette Sattler überhaupt hier alles macht. Ja, ihr denkt, die kommt hierher, macht ihr Urlaub, ist braun gebrannt, steht ein bisschen hinter der Kamera, aber sie macht viel mehr. Sie schneidet, sie macht Interviews, alles, das, was ihr bei Sport 1 seht, das ist alles Frau Sattler. Ihr seht es immer aus der Perspektive von relativ weit unten. Daran könnt ihr erkennen, es ist von Annette Sattler gedreht worden. Also so ziemlich alles. Vielen Dank. Es war mir wieder eine Freude, unser 35. Turnier zusammen. Fass mal zusammen aus deiner Sicht, was war Katar für dich? Also erstmal würde ich mich auch ganz gern bei dir bedanken, weil es ist ja nicht so, dass du nicht auch viel tust hier bei diesem Turnier. Vor allem mir emotional zur Seite stehst und mich immer wieder aufbaust, wenn ich irgendwie anfange, die Nerven zu verlieren. Das ist ein verdammt harter Job, den Herr Kretschmer hier macht. Passiert oft. Oh ja, es passiert wirklich oft. Insofern auch dir vielen Dank für unser 35. Turnier. Katar war für mich warm. Ich habe sehr genossen, mal ein Turnier zu haben, wo die Sonne scheint. Und man nicht irgendwie, so wie in Serbien, bei gefühlten minus 25 Grad durch den Schneesturm mit seinem Equipment marschiert. Es war emotional, weil die deutsche Mannschaft mich einfach unheimlich begeistert hat. Ich finde die Entwicklung toll, die Jungs genommen haben, zusammen mit Dago Sigurdsson. Und es war natürlich wie immer sehr, sehr arbeitsintensiv. Das ist klar bei so einem Turnier. Du hast es gerade angesprochen, der Job für Sport 1. Wir haben das Tagebuch zusammen gemacht, die Sendung für DRB Timeout. Insofern gab es natürlich viel zu tun. Aber ich glaube, ich werde morgen mit einem sehr, sehr glücklichen Gefühl in den Flieger steigen, weil es einfach insgesamt ein schönes und sehr intensives Turnier war. Wenn du sagst, du steigst mit einem glücklichen Gefühl in den Flieger, dann bist du dann wieder froh, zu Hause zu sein dementsprechend. Und das reicht dir jetzt langsam. Ja, doch. Also du kennst mich ja jetzt auch schon eine Weile. Ich bin ja so ein kleiner Heimscheißer. Mir reicht es dann tatsächlich nach zweieinhalb, drei Wochen. Ich freue mich auf meine eigenen vier Wände. Ich freue mich auf mein eigenes Bett. Ich freue mich auf meine Freunde, meine Familie, meine Patenkinder. Ich freue mich auf bezahlbaren Rotwein. Ganz, ganz wichtig. Ja, doch, ich freue mich auf zu Hause. Was hat dich gefreut, was hat dich genervt bei dieser WM? Gefreut hat mich, die deutsche Mannschaft spielen zu sehen. Das war toll. Das hätte ich so nicht erwartet, dass wir so eine überzeugende Vorrunde spielen. Insofern hat mich der sportliche Erfolg unserer Mannschaft gefreut und auch der emotionale Zusammenhalt der Mannschaft. Das war schön zu sehen, dass da offensichtlich was zusammengewachsen ist. Das fand ich toll. Es hat mich gefreut, mit dir ganz, ganz viele tolle Dinge zu erleben, gemeinsam im Tagebuch oder auch dann abends, wenn das Turnier vorbei war und wir zusammen unterwegs waren. Du weißt es selber, es ist eine kleine Handballfamilie, die über die Jahre auch entstanden ist und tolle Menschen, mit denen wir dann auch unterwegs sind. Das waren tolle Momente. Was mich manchmal genervt hat, war ich selbst. Also ich war ganz, ganz oft genervt von mir selbst. Wir haben ganz, ganz viele Diskussionen. Und Sie natürlich dann auch. Genau. Wir haben die Diskussion oft geführt. Du hast mir oft genug gesagt, Sattler, jetzt schalt mal einen Gang runter und genieß das hier auch mal vor Ort. Damit habe ich mich schwer getan. Das hat nichts mit diesem Turnier zu tun, sondern, glaube ich, einfach mit meinem Charakter und meiner Art, wie ich bin. Und in solchen Situationen bist dann nicht nur du genervt von mir, sondern ich bin auch selber ganz, ganz doll genervt von mir. Okay, aber Land, Leute, du hast ja bestimmt gewisse Erwartungen gehabt, mit denen du hergekommen bist. Positiv oder haben sich die Erwartungen bestätigt oder negativ überrascht? Also erstmal, ich glaube, man hört es, scheinen die Franzosen hier hinter uns gerade extrem zu feiern. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Journalisten oder die Spieler sind, aber die Freude scheint groß zu sein hier im Mediencenter. Ich muss sagen, dass ich gewisse Vorurteile hatte vor diesem Turnier, die sich nicht bestätigt haben im Nachhinein. Die Rolle der Frau ist eine, die nicht so drastisch ist, wie ich im Vorfeld dachte. Es gab eine Situation, wo ich mit einem arabischen Mann ein Interview machen wollte und in dem Moment kam seine Frau in die Seite geschossen und hat gesagt, nee, mein Freund, du stellst dich hier nicht mit einer anderen Frau vor die Kamera. Also da hat man dann schon gemerkt, die Frau hat hier durchaus die Hosen an. Von Unterdrückung war da nicht so viel zu spüren. Was manchmal ein bisschen nervig war, waren die Securities, die kein Englisch gesprochen haben und irgendwie nur
diesen gemacht haben und man wusste eigentlich nicht, was sie von einem wollen. Das war so ein bisschen anstrengend. Ansonsten ganz, ganz viele freundliche, offene Menschen, auf die wir hier getroffen sind. Aber natürlich für dich zum Nachteil, Abendprogramm, Alkohol ist nicht zu bezahlen hier. Ne? Alkohol obwohl ist in den Körper ja eigentlich nicht viel reingeht, denkt man. Aber, muss ich ehrlich sagen, den einen oder anderen Abend im Four Seasons Hotel, da geht was. Du musst jetzt auch nicht alle dunklen Geheimnisse verraten. Das ist aber kein dunkles Geheimnis, nur weil der Rotwein dunkel war. Das ist aber kein dunkles Geheimnis. Nein, also ich muss jetzt am Ende meine Schlussrechnung aufmachen, ob ich am Ende vielleicht mehr ausgegeben habe, als ich tatsächlich verdient habe. Aber ich glaube, das geht dir ähnlich. Geht uns allen so. Genau, aber ja, klar. Wäre natürlich schon schöner gewesen, wenn man sich das ein oder andere Glas Rotwein mehr hätte leisten können und nicht irgendwie nach dem zweiten oder dritten sagt, okay, jetzt ist Schluss, weil ich kann es einfach nicht mehr bezahlen. Klar, das ist natürlich auch eine Sache, aber das war jetzt nicht wirklich nervig. Also das würde ich jetzt nicht als totalen Störfaktor rausstellen bei der Geschichte. An dieser Stelle kommt das neue Sport 1 Dramaturgie-Element. Fragesteller und Antwortgeber wechseln. Frau Sattler ist jetzt ab sofort die Fragestellerin, weil auch ich mein Resümee ziehen muss. Da ich nicht alleine drauf komme, muss ich die professionellste aller Moderatorinnen demzufolge bitten, dieses Interview jetzt ab sofort zu übernehmen. Und in ihrer Hand gebe ich jetzt auch die Verantwortung. Die Verantwortung und die Fragen. Vielen, vielen Dank erstmal für dieses tolle Kompliment. Ich übergebe, genau. Ja, lass uns über den Weltmeister sprechen. Frankreich hat es gemacht am Ende. Ist die Weltordnung im Handball wiederhergestellt durch diesen Sieg? Also erstmal zum Glück. Also zum Glück, dass Frankreich Weltmeister geworden ist. Natürlich waren sie die bessere Mannschaft. Sie waren auch im Nachhinein die beste Mannschaft des Turniers. Und ich glaube, es wäre ein mittlerer Skandal, wenn nicht sogar der größtmögliche Skandal im Welthandball geworden, wenn Katar auch noch Weltmeister geworden wäre. Weil ich will nicht wissen, was die Gazetten und die Medien dann vielleicht auch zu Recht daraus gemacht hätten. Ja, das ist natürlich schon heftig genug, dass diese Mannschaft, wenn auch teilweise, muss man ehrlich sagen, sportlich berechtigt ins Finale gekommen ist, dann allerdings der Sache noch den Gipfel aufzusetzen oder den Hut aufzusetzen und Weltmeister zu werden, das wäre dann doch des Guten zu viel gewesen. Insofern war ich noch nie ein Frankreich-Freund und noch nie ein Frankreich-Supporter. Wir alle nicht. Aber heute war ich Frankreich-Fan und habe mich auch bei allen Spielern in der Mixzone nochmal bedankt und alle nochmal umarmt, alle französischen Spieler und mich für die Franzosen einfach gefreut. Du kennst die ja auch schon eine Weile, die französischen Spieler. Die haben natürlich jede Menge Erfahrung, aber was macht die noch so besonders im Vergleich zu anderen Spielern? Was macht diesen unfassbaren Erfolg der Franzosen aus? Also für mich sind es auch die Anführer dieser Mannschaft, die diese Mannschaft auch tragen. Ja? Und davon haben sie allerdings eine Menge. Also sie haben nicht nur einen, der meistens genannt wird, Nikola Karabatic, für mich der Anführer schlechthin im Welthandball seit Jahren. Sie haben auch einen Torwart, der Unfassbares wieder geleistet hat mit Omaier. Auch ein Fernandes hat eine wichtige Rolle hier wieder gespielt bei dem Turnier. Ich weiß gar nicht, wie alt der Mann mittlerweile schon ist. Narcisse ist ein wichtiger Spieler. Und so gliedern sich die anderen dann ein. Also diese Mannschaft ist gespickt mit Persönlichkeiten. Ja, und ich glaube, dass auch manchmal der Mannschaftsgeist, sagen wir mal so, der Mannschaftsgeist bei einigen Mannschaften ist wichtiger als bei diesen Franzosen, weil die Franzosen so überragende Individualisten haben, dass alle einfach mitgehen. Und du weißt selber, wenn man erfolgreich ist, dann ist immer super Laune in der Mannschaft, dann ist immer gute Stimmung. Mhm. Ja? Wenn man da mal einen auf die Mütze kriegt, dann zeigt sich, ob es eine wirkliche Mannschaft ist. Die Franzosen haben lange nicht auf die Mütze bekommen. Und auch bei diesem Turnier sind sie immer besser ins Spiel gekommen und auf einer Erfolgswelle geritten. Und deswegen ist da auch immer gute Laune in dieser Mannschaft. Da muss man nicht denken, die sind alle super befreundet und verstehen sich alle gut. Das ist nicht so. Trotz allem ist diese Mannschaft einfach die stärkste, die es gibt in der Zusammensetzung der Individualitäten. Und das macht sie natürlich auch zu einer Mannschaft mit einer hohen Siegermentalität. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und wenn mal ein bisschen Hektik reinkommt, dann haben sie 3, 4 Spieler mit Weltformat, die dann das Spiel in die Hand nehmen. Haben wir bei dem Turnier vielleicht sogar den besten Nikola Karabatic aller Zeiten gesehen? Nee. Also das glaube ich nicht. Nikola, der spielt natürlich seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau, hatte mal eine kleine Schwächephase. Aber wenn ich daran denke, was Nikola zum Beispiel in Serbien auch gespielt hat. Mhm. Obwohl, da haben sie verkackt. Ne? Das ist ein schlechtes Beispiel. Der Experte.
In Spanien waren sie, glaube ich, auch nicht Weltmeister. Was Nico da, sagen wir mal, bei den Olympischen Spielen, wo sie Olympiasieger geworden sind, was er da gespielt hat. Er ist ein unfassbar guter Spieler. Dieses Gesamtpaket, Athletik, Handball, Sachverstand, Instinkt, das ist schon das Unfassbarste, was ich je als Paket gesehen habe von einem Handballspieler. Natürlich haben wir heute alle... Was ist denn da los? Sag mal, das können doch unmöglich die französischen Spieler sein. Nee, ich glaube, es sind die Journalisten. Also, ich glaube, wir würden genauso abgehen, wenn wir jetzt hier heute Weltmeister geworden wären. Also ich, ja. Du wahrscheinlich nicht. Du hättest dich dann wieder über mich aufgeregt, dass ich total abgehe. In dem Moment hättest du alles alleine machen können. Ich wär nicht mehr zur Verfügung gestanden. Also, ich wäre wahrscheinlich direkt in der Kabine der Jungs oder sonst irgendwas. Wir haben natürlich heute alle den Franzosen die Daumen gedrückt. Trotz allem, wie groß ist der Respekt auch vor dem Projekt Katar und vor allem vor der Arbeit des Trainers? Ja, und genau das muss man differenziert sehen. Ich weiß, dass in der Heimat ganz viel Kritik über diese WM ausgeschüttet wird, über diese zusammengekaufte Söldnertruppe und. Ich glaube, man muss mit diesen Begriffen sehr, sehr vorsichtig sein. Punkt 1, WM-Vergabe nach Katar. Das ist auch das, was Michael Biegler im Tagebuch sehr gut erklärt hat. Wir müssen global denken im Handball. Und wir müssen auch unsere Events mal außerhalb von unserem handballverwöhnten Europa austragen. Weil die Zukunft des Handballs liegt zum Beispiel auch in Südamerika, wenn wir nach Argentinien oder Brasilien gucken. Sie liegt in Afrika, sie liegt aber auch in Asien. Dort müssen wir neue Märkte erschließen und den Handball ebenfalls populär machen. Deswegen ist es auch, man sagt, Aufbau Handball vielleicht als Projekt dazu. Und muss ich auch im Rest der Welt zeigen. Für meine Begriffe ist es elementar wichtig zum Überleben unserer Sportart und auch zur Steigerung der Popularität weltweit oder überhaupt erstmal zum Aufbau der Popularität weltweit. Der Katar hat sich beworben, er hat die WM bekommen, warum auch immer. Also die Gründe sind umstritten. Aber er hat sich als Ausrichter von einer Seite präsentiert, die war für uns Journalisten, die war für die Spieler sehr positiv. Wir haben tolle Arenen gehabt, wir haben tolle Hotels gehabt, die Organisation war großartig und der Standard, den der Katar gelegt hat, in puncto Hallen, in puncto, ja, wie soll man sagen, auch was Social Media betrifft, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, in puncto Branding in der Halle, Branding überhaupt allgemein in der Stadt und so weiter, der ist, ich glaube, für keinen weiteren Ausrichter zu erfüllen. Also, von der Ausgangslage, dass der Katar dieses Turnier bekommen hat, dass Handball hier vielleicht populär wird, dass wie er es organisiert hat, muss man sagen, dass, glaube ich, kaum ein Journalist und ein Spieler jemals so eine Weltmeisterschaft mit so einem Standard gesehen hat. Punkt 1. Jetzt kommen wir natürlich zum Punkt, was die Mannschaft betrifft, wenn du das ansprichst. Natürlich kann die Entwicklung des Handballs nicht sein, dass sich Länder, ähnlich wie Clubs, Spieler zusammenkaufen. Da muss man unterscheiden. Jeden einzelnen dieser Spieler kann ich verstehen. Ich würde mir nie anmaßen, einen dieser Spieler zu kritisieren dafür, dass er für dieses Land gespielt hat. Weil erstens ist es so viel Geld, was die Jungs hier verdienen. Gerade die beiden Weltklasse-Torhüter, Saric und Stojanovic, die sind, glaube ich, 38, 39 Jahre alt. Die haben nicht mehr viele Jahre vor sich im Profi-Handball. Die verdienen hier so viel Geld, dass sie die nächsten 20 Jahre ihre Familien damit ernähren können, in ihren Ländern, Serbien oder Montenegro, wo sie herkommen. Das darf man nicht vergessen, dass das für einen Handballspieler unfassbar viel Geld ist. Und deswegen kann ich aus rein persönlicher Sicht jeden dieser Spieler, die aus Montenegro und überall herkommen, verstehen, dass sie diese Chance ergreifen. Und wer die moralische Keule rausholt, also der soll erstmal vor seiner eigenen Tür kehren und derjenige werfe den ersten Stein, der sich davon freisprechen kann. Dann, weil viele zu Hause von einer Weltauswahl reden, diese Spieler, die spielen normalerweise oder haben davor keine große Rolle gespielt. Sie haben zwei Weltklasse-Torhüter und haben drei Spieler, die Handball spielen können. Markovic, Capote und der Kreisläufer. Und der Kreisläufer kann eigentlich nicht Handball spielen, der ist nur groß und wendig. Sagen wir es mal so, um es mal positiv zu formulieren. Und was Valero aus dieser Mannschaft gemacht hat, sie haben ja keinen Karavatic oder Narcisse oder Hansen verpflichtet, sondern sie haben durchschnittliche Spieler verpflichtet und zwei Weltklasse-Torhüter. Und was Valero aus dieser Mannschaft gemacht hat, das muss man einfach respektieren. Man muss respektieren, dass dieser Mann hier einen guten Job gemacht hat mit seiner Mannschaft
Und es sind ja, und jetzt kommen wir zur Schiedsrichterdiskussion, es sind ja nicht unbedingt ganz grob fahrlässige Schiedsrichterentscheidungen hier passiert. Der Handballfachmann, und davon gibt es viele zu Hause, sieht natürlich, dass teilweise mit zweierlei Maß gemessen wird. Der Kreislauf auf der einen Seite darf das, auf der anderen Seite darf das. Da ist ein Stürmer faul, da gibt es 2 Minuten. Zeitspiel war auch so eine Geschichte, die unterschiedlich ausgelegt wurde. Also da wird natürlich, wenn man genau hinguckt, mit zweierlei Maß gemessen. Aber es ist nicht so, dass es in einer großen Anzahl ganz krasse Fehlentscheidungen gab, wo es dann wirklich offensichtlich war. Die Österreicher letzten 10 Minuten, das war ein bisschen abenteuerlich, da tun mir die Ösis auch leid. Wir Deutschen haben auch ein wenig darunter gelitten, aber es war nicht so markant, dass man nach dem Spiel den Eindruck hatte, um Gottes Willen, hier wurden wir mal richtig beschissen. Ja? Also alles in allem muss man sagen, die Mannschaften, die ausgeschieden sind gegen Katar, die waren auch nicht die üblichen 4-5 Tore besser in dem jeweiligen Spiel. Und da hat Valero einen guten Job gemacht. Was man natürlich irgendwo, und da sind wir im Bereich Verschwörungstheorien, bemerken muss am Ende, warum wird diese Balkanschiene an Schiedsrichtern kategorisch gefahren? Warum nimmt man mazedonische, kroatische, serbische Schiedsrichter und dann jetzt im Finale tschechische? Da hätte man auch vielleicht mal einen deutschen oder einen skandinavischen Schiedsrichter nehmen können. Aber das sind in meinen Augen und für mich persönlich alles Spekulationen. Ich kann mir nicht anmaßen zu sagen, hier ist irgendwas gelaufen mit Bestechungsgeldern oder sonst irgendwas. Diese Vermutungen, die überall aufkommen, da spielt Neid eine Rolle und das sind auch leider Sachen, die wir nicht belegen und nicht beweisen können. Ein kleiner fader Beigeschmack bleibt ein bisschen dabei. Ja. Und daher bin ich auch wirklich froh, dass Frankreich Weltmeister geworden ist. Trotz allem Respekt auch an Valero Rivera für die Arbeit. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, wie geht es in diesem Land, in Katar, weiter mit dem Handball? Also glaubst du, dass das eine gewisse Nachhaltigkeit haben kann oder ist jetzt an der Stelle Feierabend und keine Sau interessiert sich mehr dafür? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Es bleibt zu hoffen, dass es eine Nachhaltigkeit gibt. Im Übrigen nicht nur für den Katar, sondern auch für den arabischen Raum. Weil wenn man sieht, wohin beIN Sports oder Al-Qass alles übertragen hat, ist es ein Einzugsgebiet von 40 Millionen Menschen im arabischen Raum oder Nordafrika. Und ich hoffe einfach, dass dort natürlich was passiert. Und ich meine nicht, dass noch mehr Nationen auf den Zug aufspringen oder die Idee bekommen, Leute einzukaufen. Sondern ich meine, dass jetzt auch im Nachwuchs was passiert. Dass Nachwuchsleistungszentren aufgebaut worden, ähnlich wie das Ägypten gemacht hat unter Jörn-Uwe Lommel. Dass der Handball vielleicht, ich will nicht von einem Boom sprechen, aber ich will davon sprechen, dass es eine Nachhaltigkeit gibt, dass es eine Liga gibt, die ernst zu nehmen ist, dass TV-Verträge abgeschlossen werden und so weiter und so fort, dass es eine Präsenz gibt. Wir haben selber Kollegen hier getroffen, die in Katar die Bundesliga übertragen und kommentieren. Wir waren selber erstaunt, was sie für eine Reichweite hier haben im asiatischen Raum, dass sie die Signale von Sport 1 übernehmen und dann halt hier kommentieren aus Doha für die arabische Welt. Also Handball hat eine gewisse Relevanz und es bleibt wirklich nur zu hoffen, dass diese Relevanz ausgebaut wird und dass unser Sport hier ein Territorium sich erarbeitet, wo er eine Popularität bekommt, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat und vielleicht durch diese WM, die sicherlich Maßstäbe gesetzt hat, ausgelöst wird. Du hast die Maßstäbe schon angesprochen, die Organisation, die Hallen und. Wie würdest du denn die Außenwirkung dieses Turniers für den Sport, für den Handball beschreiben? Ja, es hat schon ein bisschen was von Hollywood, ja, muss man schon sagen. Also das ist nicht das, was wir kennen in Deutschland. Das ist auch nicht das, was wir kennen aus Europa. Ein ganz großes Manko ist natürlich die Art und Weise, wie die Leute hier ihre Mannschaft supporten. Wir wissen selber, dass 60 spanische Fans die Kataris unterstützt haben und hier vor Ort waren und die meiste Stimmung gemacht haben. Wenn man aber jetzt mal die Personen fragt und die Kataris befragt, wie sie Events zelebrieren, wie sie beobachten, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Kataris in die Wüste fahren und in Beduinenzelten am Fernseher mit Kumpels ein Event sich anschauen, was 3 Kilometer weiter in der Halle stattfindet. Also das liegt überhaupt nicht in der Natur der Kataris, in die Arenen zu gehen und sich dort Events anzugucken. Das muss man erst mal wissen. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht. Habe ich gesehen heute übrigens. Ich habe ja die Wüstentour heute gemacht, habe diese Zelte da stehen sehen. Das ist völlig skurril. Das sieht aus wirklich wie so eine deutsche Kleingartenkolonie.
ein Zelt neben dem anderen, umzäunt dann teilweise noch Handballfelder dazwischen oder Beachvolleyballfelder, wo die sich dann halt mit ihren Familien die Zeit vertreiben. Also wirklich völlig skurriles Bild war das. Public Viewing. Ja, ja. Genau. Aber in die Halle geht dann irgendwie keiner und ja. Das supportet ja so richtig. Also das ist gewöhnungsbedürftig, das Zuschauerverhalten. Und es war natürlich auch nicht so eine Euphorie, wie wir sie kennen aus dem Finale aus Spanien oder aus Deutschland, schon mal gar nicht. Da hoffe ich einfach auch, dass das natürlich in Polen jetzt zum Beispiel bei der EM schon wieder anders wird. Und bin da auch ganz froh darüber, dass jetzt da die EM ist. Aber wenn man das sieht in diesem Land, wie sich das alles verhalten hat, wie auch die Begeisterung stattgefunden hat, dann war die nicht existent. Also zumindest bei den Menschen war sie nicht existent. Ja. Die Fans und so weiter haben das gerne gemacht und waren gerne in der Halle und waren zufrieden. Aber es gab keine katarischen Fans, die jetzt total durchgedreht sind. Also ich kann mich an unser Achtelfinale dann gegen Ägypten. Da war die Arena voll mit Ägyptern, mit ägyptischen Gastarbeitern. Die haben eine Wahnsinnsstimmung gemacht. Also da war wirklich richtig Alarm hier in der Halle. Und gegen Katar war dann so ein bisschen Event. Also wenn ich von Disneyland gesprochen habe, dann ist das natürlich schon alles sehr, sehr künstlich erzeugt hier. Also das haben sie natürlich mit einem hohen technischen Aufwand gemacht. Ich meine, jetzt sind gerade wieder Kylie Minogue in der Halle. Wir haben Pharrell Williams gesehen, Gwen Stefani war hier. Das ist ja unglaublich, was hier für Entertainment noch drumherum geliefert wird. Also mit sehr viel Geld und sehr viel Technik, sehr viel Know-how haben sie dieses Event zelebriert. Mir fehlt ein bisschen das Herz, so was wir aus Europa halt kennen. Das, so die Wärme der Fans und so weiter, das Miteinander, das kam hier ein bisschen zu kurz. Ich habe das ja bei der Opening-Zeremonie schon zu dir gesagt. Das war alles unheimlich beeindruckend, aber irgendwie seelenlos. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, woher soll es auch kommen? Ja. Also es ist halt, dieses Land gibt es ja auch erst seit, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 20 Jahren. Also wie sich alles so rasant entwickelt. Ja, dieser Entwicklungsprozess ist erst in den letzten 20 Jahren so erfolgt in dieser Stadt. Ich war vor 15 Jahren, glaube ich, das letzte Mal hier, 2002, ja fast 15 Jahre, 13 Jahre. Ich habe die Stadt nicht wiedererkannt. Ja, das ist eine völlig andere Stadt. Und so schnell, wie das alles wächst, das ist ja auch alles künstlich. Diese ganzen Trainingsgelände für die Fußballer und so weiter, das ist ja alles initiiert worden mit sehr, sehr viel Geld. Und so sind auch die Events zu sehen, die sie hierher holen. Eine Schwimm-WM, eine Turn-WM, eine Tischtennis-WM, eine Leichtathletik-WM, eine Handball-WM. Wie soll dort hier eine Tradition entstanden sein? Das braucht ja Jahrzehnte. Und sie holen sich das aber mit sehr viel Akribie und sehr viel Geld und setzen die Standards halt wirklich sehr hoch. Und man kann nur hoffen, dass es halt wirklich eine Nachhaltigkeit auslöst. Ja. Was mich noch interessieren würde, am Ende sind wir, die deutsche Nationalmannschaft, ausgeschieden gegen eine Mannschaft, die schlussendlich im Finale stand. Unter diesem Aspekt, wie siehst du dieses Aus im Viertelfinale? Ich sehe noch nicht mal so das Aus im Viertelfinale. Ich sehe, wie die deutsche Mannschaft sich allgemein verkauft hat. Und verkauft ist jetzt wirklich das falsche Wort in dem Zusammenhang. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurückblicken, was ist denn letztes Jahr eigentlich alles passiert? Wir haben eine Quali nicht geschafft, wir haben eine Wildcard bekommen. Das ist eigentlich tragisch, das ist eigentlich traurig und es ist ein dunkler Fleck in der Geschichte des deutschen Handballs. Darauf können wir alle nicht sehr stolz sein. Ein Journalist aus Norwegen hat heute geschrieben, die WM im Katar war das Hassan Mustafa Invitational Turnier. Man kann es in Anbetracht der Tatsache, dass drei Nationen, das sind ja nicht nur wir, die Isländer ja auch und die Saudis, eine Einladung bekommen haben, schon ein bisschen anzweifeln, wo ist denn hier eigentlich die Seriosität oder wie willkürlich agiert eigentlich die IHF bei so einem Event. Wir waren dabei, wir haben uns nicht geschämt dafür und wir mussten uns nach der Vorrunde auch nicht mehr dafür schämen. Weil wir einen tollen Handball gespielt haben, weil wir sehr sympathisch aufgetreten sind, angefangen vom Präsidium bis hin zum letzten Spieler Physio. Die Deutschen haben sich sehr viel Respekt zurückerspielt, nicht nur erarbeitet. Und das macht mich persönlich sehr stolz. Wir haben ein Achtelfinale gespielt gegen Ägypten. Es war ein leichterer Gegner, trotzdem muss man das erstmal gewinnen. Und wir sind im Viertelfinale gegen Katar ausgeschieden. Das ist traurig, okay, aber es ist nun mal so, da wäre mehr drin gewesen.
aber wir haben den 7. Platz und das bedeutet, wir haben die Olympia-Qualifikation, Qualifikation, Qualifikation zur Qualifikation. Zur Qualifikation. Ganz genau. Und das ist ein Erfolg. Das war unser Ziel, das haben wir geschafft. Damit besteht die Chance auf Rio. Und wir haben uns in den erweiterten Kreis der Weltspitze auch wieder zurückgespielt. Wir haben Defizite, wir haben noch Sachen, die wir aufholen und aufarbeiten müssen. Auch dafür war das Turnier gut. Trotz allem, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und ich bin froh, dass ich mal wieder was Positives über die deutsche Mannschaft berichten konnte, auch mit einzelnen Spielern. Wir hatten tolle Tagebücher dabei, wir hatten ein super Gespräch mit Dago Sigurdsson gehabt oder auch mit den Spielern, mit Mimi Kraus, mit Heinevetter Lichtlein, auch mit Olli Rogisch. Also das Gesamtbild der deutschen Mannschaft und darauf können, glaube ich, alle deutsche Fans stolz sein, war toll bei dieser WM und wenn man die Reaktion aus der Heimat sieht, zumindest der meisten, dann ist es ein erfolgreiches Turnier für uns gewesen und diese Wildcard rückt jetzt gerade irgendwie in weite Ferne und aus der Erinnerung erstmal ein bisschen zurück. Zwei Sachen würden mich noch interessieren, auch wenn unser Kameramann, unser Kamerateam, was wir uns, was wir uns geliehen haben für heute, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an Viktor und an Anne. Die werden ein bisschen nervös gerade, weil die Kneipen haben hier nur bis 2 Uhr offen und die wollen heute endlich mal ein verdientes Feierabendbier trinken. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben, aber zwei Sachen interessieren mich noch. Erstens, wer außer Katar hat dich in diesem Turnier überrascht? Möglicherweise sogar die Polen, die die Bronzemedaille geholt haben. Und zweitens, sind für dich neue Spieler oder auch neue Taktiken irgendwie in den Fokus gerückt? Also überrascht hat mich in der Tat als erstes mal die deutsche Mannschaft. Das habe ich so nicht erwartet, dass wir vor allen Dingen auch spielerisch so überzeugen und dass Spieler, und damit bin ich gleich beim nächsten Punkt, wie Martin Strobel, wie Paul Drucks, so über sich hinauswachsen oder ein Spieler wie Erik Schmidt, der Abwehr durchaus seinen Stempel aufdrücken kann. Die Deutschen haben mich überrascht und positiv überrascht. Wer mich überrascht hat, war der Katar. Mit einer relativ simplen, einfachen Taktik haben sie das Maximum natürlich rausgeholt. Und das ist ein rein sportliches Fazit, was ich jetzt mal ziehe von dieser Mannschaft. Ja. Auch gegen Frankreich sind sie im Finale nicht untergegangen. Und da soll mir jetzt einer erzählen, auch da gab es wieder parteiische Schiedsrichter, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Wer mich überrascht hat, war Polen. Aber eigentlich auch nicht, weil ich Polen eine Medaille zugetraut habe. Im Vorhinein schon. War das eine von 5 Mannschaften, die ich unter den Medaillenanwärtern gesehen habe. Sie haben eine sehr robuste Mannschaft, die eine gute Abwehr hinstellt und sie haben einen sehr guten Trainer. Ansonsten haben mich Länder, die ich vorne nicht erwartet habe, nicht weiter überrascht. Also gerade Länder, die nicht aus Europa kommen, haben ein okay Turnier gespielt. Argentinien zum Beispiel, Ägypten in Ansätzen, aber nichts, wo ich aus allen Wolken gefallen bin und gedacht habe, wow, wo kommt diese Nation auf einmal her? Ja, mit Ausnahme von Katar. Die Gründe haben wir schon erläutert. Weitere Spieler außer den Deutschen. Ja, ich habe die anderen Mannschaften nicht so beachtet, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass Kroatien 1-2 gute Talente hat. Ich glaube auch, dass die Slowenen guten Handball gespielt haben. Also zumindest vom technischen Standpunkt her. Ansonsten hat mich nichts weiter so sehr gefesselt oder mich so sehr überrascht, dass ich es nicht vorher schon erwartet hätte. Auch im taktischen Bereich nicht. Letzte Frage von meiner Seite. Dann sind Viktor und Anne endlich erlöst für heute. Katar, ein Land, in das du wiederkommen würdest, wo du vielleicht auch mal Urlaub machen würdest? Oder hat sich die Sache jetzt an der Stelle für dich erledigt? Ich hatte, als ich herkam, oder bevor ich herkam, viele Vorurteile. Auch natürlich teilweise geprägt durch unsere jetzige politische Situation in Deutschland, durch das, was da alles passiert. Auch was den Islam betrifft, der ja momentan nicht gerade sehr positiv behaftet ist in unserem Land, auch teilweise gewollt von Leitmedien und so weiter und so fort. Die Geschichte würde jetzt ausufern und zu weit gehen, wenn ich da jetzt noch intensiver drauf eingehen würde. Diese Vorurteile haben sich für mich nicht bestätigt. Ich kam hierher und habe ein sehr weltoffenes Land vorgefunden mit weltoffenen Menschen, mit freundlichen Menschen. Und man muss ehrlich sagen, dass viele das ja auch gar nicht wissen. Wir haben in Deutschland eine vorgefertigte Meinung über dieses Land, auch über die Rolle der Frau in diesem Land. Viele wissen gar nicht, dass das Wahlrecht der Frau
seit einem Jahrzehnt hier schon besteht, also seit fast einem Jahrzehnt hier schon besteht, dass Frauen auch gewählt werden können, zum Beispiel in diesem Land. Dass durchaus es auch eine Akzeptanz für andere Religionen gibt. Dass es nicht so ist, dass man das hier nicht zulässt oder sonst irgendwas. Also in den Gesprächen mit den Einheimischen, die wir auch oft genug geführt haben, erkennt man wirklich eine Weltoffenheit und eine Freundlichkeit. Und durch diese Turniere, die man hier veranstaltet, hat man ja auch folgenden Effekt, dass man nämlich genau diese Leute, alle Journalisten, Fans und so weiter, Touristen ins Land holt. Warum sollte man das tun, wenn man etwas zu verbergen hätte? Man möchte den Leuten zeigen, dass man weltoffen ist und dass man durchaus ein touristisch attraktives Land ist. Jetzt haben wir natürlich auch die Menschenrechtsdiskussion im Katar mit den Gastarbeitern, die auf den Baustellen arbeiten und dort unmenschliche Bedingungen haben. Das zeigt man uns natürlich nicht. Also das haben wir natürlich hier nicht gesehen und man zeigt uns das natürlich auch nicht. Deswegen kann ich das nicht bestätigen oder kann es in keiner Art und Weise jetzt hier zum Besten geben. Für mich ist entscheidend, welche Erfahrung ich hier gemacht habe mit den Leuten vor Ort, welche Erfahrung meine Kollegen gemacht haben oder auch die Spieler gemacht haben, die Touristen gemacht haben, die Fans gemacht haben. Es gab sicherlich einen großen Skandal, was die Tickets betrifft, dass Fans draußen bleiben mussten. Sowas ist natürlich nicht die feine englische Art oder katarische Art. Da ist der Gastgeber auch willkürlich vorgegangen einfach. Und da sieht man sicherlich auch, dass die Jungs hier eine andere Mentalität haben. Also auch wie sie mit Wirtschaftsbeziehungen umgehen und so weiter. Das ist sehr willkürlich hier. Heute mache ich das, morgen mache ich das. Man kann sich da nicht hundertprozentig immer drauf verlassen. Das sind die anscheinend auch so gewohnt und so leben die. Ich glaube, man muss sich immer darauf einlassen, welche Mentalität bekommt man da jetzt gerade? Was sind das für Menschen? Und ich glaube, man darf auch, egal in welches Land man reist, nicht immer mit der Idee dorthin fahren, die müssen irgendwann alle so sein wie wir. Wer sagt uns denn, dass wir immer richtig liegen? Wer sagt uns denn, dass unsere Demokratie die Allzweckwaffe ist? Dass es das Allheilmittel und die beste Lebensform ist? Das kann sich keiner anmaßen. Und das sollten wir uns auch nicht anmaßen. Diese Leute mögen hier sehr glücklich sein in dem Leben, in dem Umfeld, in dem sie sich bewegen. Und trotzdem laden sich die Menschen ein. Und das ist noch der letzte Punkt, den ich sagen möchte. Sie laden sich damit auch die Kritik ein an ihrer Gesellschaft und an ihren Umständen, unter denen sie Leute hier arbeiten lassen. Und das ist auch wiederum eine Chance, das muss man verstehen, dass sich hier etwas verändert in puncto Menschenrechte. Je mehr Leute sie einladen, je mehr Journalisten sie einladen, desto mehr Kritik, desto mehr steht dieses Land immer wieder im Fokus. Ich meine, das passiert auch in Bangladesch, das passiert in vielen Ländern der Welt, wenn wir über Menschenrechte diskutieren. Dieses Land holt die Welt regelmäßig zu sich. Dadurch kommt Kritik, dadurch kann sich was verändern, dadurch wird ein Prozess in Gang gesetzt. Und deswegen sage ich, das ist im Nachhinein in meinen Augen ein positives Erlebnis für mich gewesen. Nicht nur sportlich, sondern auch rein menschlich und eine Bereicherung meines und eine Erweiterung meines Horizonts. Man hat ganz interessante Gedanken gerade, fand ich. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Hattest du auch keine Zeit, drüber nachzudenken hier. Stimmt. Du hast ja nur gearbeitet. Stimmt, da sind wir wieder beim Thema. Ich würde den Ball dann wieder zu dir spielen. Du musst deine Zuschauer deines Kanal 73 natürlich noch verabschieden nach dieser WM. Danke, dass du mir den Tipp noch gegeben hast. Jetzt hier der Profi wieder. Ja, Freunde, die WM ist vorbei. Was soll ich sagen? Wir haben ein Fazit gezogen, ein Resümee. Vielen Dank nochmal an meine bezaubernde Kollegin Frau Sattler. Großartigen Job. Ich freue mich auf Polen schon wieder, muss ich ehrlich sagen. Da ist der Alkohol auch wieder bezahlbar. Das ist das Entscheidende. Das ist permanent thematisiert. Das soll natürlich nicht für uns beide gelten. Also ich bin hier schon zum Arbeiten da. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Mama und Papa. Ja, wir haben hier ganz gut abgeliefert. Wir haben eine tolle deutsche Mannschaft gehabt. Wir haben jetzt ein Jahr Pause. Natürlich sehen wir uns in der Bundesliga bei Sport 1. Und im Pokal. Morgen ist der Rückflug. Ein bisschen freue ich mich auch auf Deutschland, auf Freunde, Bekannte, auf Leipzig. Wir sehen uns im Kretsches Tagebuch, dann leider erst wieder in einem Jahr. Bleibt dran, bis nächstes Jahr. Ciao. Bleibt dran, bis nächstes Jahr.